Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde, es ist soweit und zwar werden wir heute mal wieder die PlayStation 5 in schwarz umändern, aber nicht wie ich es beim letzten Mal gemacht habe mit Sprühfolie, sondern mit richtigen Platten und die habe ich mir bestellt bei AliExpress, Freunde. Und wie gut das Ganze ist, das zeige ich euch direkt nach dem Intro. Heute gibt es gleich zwei coole Sachen, die ich euch zeigen möchte, denn ich habe nicht nur die Seitenplates gekauft für die PlayStation 5 in mattschwarz, sondern auch diese zwei kleinen Päckchen. Und die schauen wir uns auch mal an, Freunde, denn da steckt auch was Cooles drin. Wir haben hier, wie gesagt, zwei Stück, auch aus China, auch von AliExpress bestellt. Gibt es aber, soweit ich weiß, aktuell auch auf Amazon zu kaufen. Ich werde mal schauen und euch das Ganze verlinken. Ist, glaube ich, aber alles mit sehr, sehr lange Wartezeit, also Lieferzeit mit verbunden, ja. Schauen wir uns das Ganze an. Was ist hier drin, Freunde? Es ist richtig nice und einfach, denn ihr seht es hier, Freunde. Wir haben quasi die Vorderplatten für den PlayStation 5 Controller. Also können wir quasi diesen schwarzen Bereich hier abändern in, ich habe mir das Ganze jetzt mal in Blau und Rot gekauft, in Blau und Rot abändern. Und es wird auch immer so ein kleines Plastikteil mitgeliefert, damit ihr eben diesen Controller aufbekommt. Und das geht so einfach und so schnell. Das könnt ihr gar nicht glauben, ja? Ich zeige euch das mal und ich zeige euch mal, wie man es auch richtig macht, denn es gibt so viele wirklich, die es einfach komplett falsch machen und die sich das Leben unnötig schwer machen. Schauen wir uns das Ganze an, Freunde. Ihr habt den PlayStation Controller hier. Ihr braucht nicht anfangen und hier oben irgendwo versuchen, das Ding aufzumachen. Nein. Ganz einfach, ganz simpel. Ihr macht es hier an den Endstücken einmal auf, hier auf der anderen Seite unten auf. Ja, das kann beim ersten Mal vielleicht ein bisschen schwieriger funktionieren, aber sobald ihr das habt, könnt ihr das schon mit der Hand einfach abziehen, ja? Ich habe so viele Leute gesehen, die da irgendwie einmal komplett außen rum gehen, macht es hier unten auf und dann drückt das ganz langsam. Wie gesagt, beim allerersten Öffnen ist es ein bisschen schwerer als bei mir jetzt, aber sobald ihr das einmal aufhattet, geht das eigentlich ganz einfach. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Ich nehme jetzt einfach mal das Blaue hier und das Rote befreien wir auch mal aus der Folie. So, und dann kommt der Blaue jetzt einmal hier an meinen weißen Controller dran. Auch ganz einfach, das wird hier einmal wieder drüber gesteckt, ein bisschen reingeschoben und fertig. Drüber klicken, hier ist eine kleine Öffnung noch, auch klicken. Voilà, das war's, Freunde. So einfach könnt ihr den PlayStation 5 Controller nochmal einen Special Look geben, so wie es vielleicht noch keiner hat. Finde ich persönlich ganz cool. Ich habe jetzt aber noch einen Controller und zwar, ihr wisst ja, ich habe noch, ich zeige es euch einfach. Denn ich habe ja hier meinen absolut Lieblingscontroller, den matt-schwarzen PlayStation 5 Controller, Freunde. Ich zeige es euch hier in die Kamera. Den hatte anfangs noch niemand. Ich glaube, ich bin der Erste, der wirklich einen matt-schwarzen Controller hatte. Und der sieht halt einfach anders cool aus. Ihr seht es hier, mein Raton-Logo noch mit drin. Auf der anderen Seite habe ich das PlayStation-Logo noch mit drauf. Das ist komplett selbst lackiert. Aber was mich jetzt natürlich interessiert, wie sieht das Ganze aus, wenn wir das Schwarz-Rot haben? Denn Schwarz-Rot ist schon eine geile Kombination. Und das machen wir jetzt einfach bei dem hier mal auch. Komplett schwarz, finde ich natürlich viel geiler. Aber wir werden das hier fürs Video für euch natürlich auch nochmal kurz testen, ja? So, machen wir das hier auch auf. Ihr seht es, zack, offen. Und einmal reingesteckt. Ja. Mhm. Ja, okay. Das Rot ist halt ein richtig knalliges Rot. Aber was sagt ihr dazu? Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich habe mir für die PlayStation 5 die Seitenplatten auch in Rot bestellt. Wenn die ankommen, werde ich dazu auch nochmal ein Video machen. Leider sind die irgendwie jetzt getrennt voneinander angekommen. Ich habe mir beide gleichzeitig bestellt. Die schwarzen sind da, die roten noch nicht. Aber wenn ihr Bock habt, machen wir dann auch nochmal so ein kleines Controller-Modding beziehungsweise hier mit Rot. Vielleicht mache ich da noch ein paar austauschbare Sticks drauf und dann die roten Seitenpanels. Dann haben wir eine schwarz-rote PlayStation und einen schwarz-roten Controller. Was haltet ihr vom Controller? Schwarz-rot? Geil? Und was haltet ihr von Blau-Weiß, Freunde? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir schauen uns jetzt mal die PlayStation an. So, und hier haben wir das schöne Ding. Ich muss sagen, es ist auch gar nicht so schlecht Design. Ich habe jetzt zwar ein paar Macken, weil das Ding genau so bei mir ankam. Hatte noch eine kleine Folie drüber. Faceplate, ja. Aus China. Plastic Faceplate für die PlayStation 5. Made in China steht hier drauf. Und öffnen wir das Ganze doch einfach mal und schauen doch einfach mal rein. Ich muss das Ganze mal ein bisschen zurücknehmen,
weil der Kameraabstand, die Kamera quasi das Ganze nicht drauf bekommt. Ich nehme das Ganze hier mal raus. Es ist alles schön verpackt. So, und hier haben wir noch ein kleines Handbuch. Da gucke ich zwar nie rein, aber es interessiert mich jetzt einfach, was die Chinesen hier... Ah, okay, eine kleine Anleitung, wie man das Ganze öffnen kann. Aber brauchen wir nicht. Das geht so einfach, zeige ich euch auch gleich. So, dann holen wir mal... Ich habe es mir noch nicht angeguckt, Freunde. Ich habe mir das Ganze noch nicht angeguckt. Und da ist auch noch Folie drauf. Ich bin extrem gespannt, was wir erwarten können von Faceplates, die ich mir bei AliExpress bestellt habe. Okay, AliExpress ist ja jetzt eigentlich... Ja, da muss nichts Schlechtes da sein, aber beziehungsweise wenn man sich da was kauft. Okay, erster Blick. Sieht schon mal verdammt gut aus. Und ich weiß, es gibt auch noch eine andere offizielle Seite, ich glaube aus Amerika. Da gibt es auch ein paar große YouTuber, die darüber schon ein Video gemacht haben, wie Unbox Therapy oder Marquise Lee Brown. Die haben auch schon Videos darüber gemacht. Ich weiß, dauert aber auch extrem lange die Lieferzeit. Und ich habe mir die Teile hier schon vor, ich glaube, 2 Monaten oder 1,5 Monaten bestellt gehabt. Und dementsprechend war ich natürlich wieder ganz schnell und habe die jetzt schon fast zeitgleich. Vielleicht sind das ja die roten Faceplates. Gucken wir mal, Post ist da. So, schön wäre es gewesen, leider doch nicht. Irgendwas, was die Frau bestellt hat. Egal, schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, Freunde. Wie gesagt, der erste Eindruck sieht gar nicht so verkehrt aus. Pack mal hier das Zeug aus. Hier haben wir die beiden Faceplates. Und hier drunter schimmert das Ganze auch schon. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal ab. Ja. Ja, sehr, sehr gut verarbeitet, Freunde. Also auch wirklich sehr gut lackiert. Ich sehe da jetzt nichts Auffälliges. Keine Schmierer oder sonst was. Ja doch, so ein bisschen schmierig sieht es zwar auf der Kamera jetzt gerade aus, wenn da direkt Licht drauf fällt. Ich glaube, das sind Fingerdatscher. Fällt aber so überhaupt nicht auf. Müsste man mal sauber machen, aber ich sehe es auf den ersten Blick wirklich sehr gut lackiert. Wir haben hier auch auf der Innenseite, haben die hier vorne so ein bisschen was drauf gemacht. Dann hier, das sind keine Logos oder so, die da drauf sind. Aber so eine Struktur auch extra. Und wie gesagt, die man sich bestellen kann, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie die Seite hieß. Ich habe mir da auch welche besorgt oder versucht, da welche zu besorgen. Falls die bei mir rechtzeitig ankommen, gibt es auch dazu ein Video. Denn da haben die das, was cool ist, dass sie hier drin auch so eigene Symbole drin haben. Ist eine Spielerei, da schaut, seien wir ehrlich, da schaut am Ende des Tages sowieso kein Mensch drauf, weil die so klein gedruckt sind. Es ist einfach nur, ja, gut zu wissen, schön zu wissen, dass da sowas drauf ist. Aber am Ende des Tages fällt es eh keinem auf. So, schauen wir uns die nächste Platte an. Und ich hoffe einfach, dass die halt auch gut drauf passen. Aber auch diese sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, auch schön gemacht. Auf der Seite sehe ich hier so einen leichten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, hier so einen leichten Strich. Aber es sieht halb so schlimm aus, wie es gerade in der Kamera aussieht. Ich sage euch, wie es ist. In der Kamera, man sieht halt wirklich die ganzen Fingerdatscher. Da muss man einfach mal mit einem Fettlöser dran. Aber wenn man so drauf schaut, sieht es wirklich extrem gut aus. Ich glaube, die Dinger haben mich 30 Euro gekostet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich werde sowieso alles verlinken. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Aber ich glaube, 30 Euro einmal so ein Pack. Und jetzt machen wir das Ganze einfach auch mal dran und schauen dann mal, wie das Ganze denn aussieht, wenn es an der PlayStation dran ist. Denn ich sage euch ehrlich, Freunde, ich mag zwar das rote Design von der PlayStation. Das rote auf jeden Fall, klar. Rot, wer kennt es nicht. Das weiße Design, aber... Es ist nicht meins. Ich habe alles in schwarz und auch die PlayStation 5 hätte ich gerne in schwarz. Und das machen wir jetzt auch. Ihr seht es auf der Seite, wo das PlayStation-Logo ist. Das geht jetzt ganz einfach. Ihr macht eure Hand einfach hier hin, hebt das Ganze ein Stück an und könnt es dann runterziehen. Ganz einfach. Mehr ist es nicht. Ihr braucht nicht mal viel Kraft anwenden. Das habe ich anfangs gemacht. Deswegen habe ich hier ein paar Kratzer drin. Braucht ihr nicht ganz leicht hochheben und rausziehen. Und nein, ihr verliert nicht die Garantie, wenn ihr die Seitenplatten öffnet. Und hier seht ihr vielleicht auch bei mir so einen roten Streifen. Ich habe nämlich auch hier quasi rote LEDs bei mir an der PlayStation. Das wird jetzt mit schwarz richtig nice aussehen. Wenn ihr wissen wollt, woher man diese Dinger hier kriegt, um eben die PlayStation, ganz einfach, das sind nämlich nur so Klebestreifen, wie das Ganze aussieht, verschiedene Farben. Ich habe alles getestet, Freunde, blende ich hier oben auch mal ein. Checkt das Video dazu aus. Alle Farben getestet, auch richtig nice und für, ich glaube, 5 Euro oder so könnt ihr
das, die LEDs wechseln, ja? Und bekommt auch immer farblich passend so einen Sticker dazu. Okay, andere Seite genauso. Auf der hinteren Seite einmal ein bisschen anheben, runterziehen und schon ist es offen. Was ich jetzt auch nochmal kurz sagen muss, ist, bei den schwarzen Faceplates haben wir natürlich das PlayStation-Logo nicht drin. Das haben keine. Das hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass das halt ein geschütztes Logo ist und dass sich da keiner irgendwie eine Anzeige reinholen möchte oder sowas. Und auch nochmal kurz zum Thema, warum das Öffnen auch nicht verboten ist, warum die Garantie nicht verschwindet. Hier ist die SSD-Wechselstelle bzw. die Erweiterungsstelle und das macht man ja auch nicht bei Sony. Deswegen kann man die Seitenplatten öffnen, sich eine externe SSD holen, die verbauen und da passiert gar nichts, wie gesagt. So, jetzt kommt, ich bin so gespannt, ob das jetzt auch wirklich drauf passt, Freunde, okay? Komm. Okay, es sieht gut aus. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wir haben die eine Seite schon mal drauf. Jetzt kommt die andere Seite. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wie rum. Okay, ich glaube, so ist richtig. Wenn ich mich nicht täusche. Nee, doch nicht. Andersrum. Und rein. Und voilà, Freunde. Eine PlayStation 5 in Schwarz, ohne dass wir das Ding selber lackieren mussten. Also wirklich sehr, sehr nice. Und an die ganzen kreativen Köpfe. Ihr könnt euch halt eben auch diese Platten kaufen. In Schwarz, wenn ihr zum Beispiel ganz andere Farben haben möchtet, Gold oder was weiß ich was, was es gar nicht gibt und ihr möchtet das vielleicht selber lackieren, weil ihr euch damit auch ein bisschen auskennt, dann kann man sich halt diese Platten einfach kaufen, da muss man seine originalen Platten dafür nicht verwenden, falls man die PlayStation mal irgendwann wieder zurückgeben muss oder irgendwie einschicken muss wegen der Garantie, dann macht ihr die Dinge einfach wieder dran und fertig. Und seid mal ehrlich, Freunde, das sieht doch einfach nur mega, mega fresh aus, in Schwarz matt. Also ich finde es wirklich sehr, sehr geil und für 30 Euro kann man da echt nichts, kann man da echt nicht meckern. Ich finde auch, wie gesagt, die Verarbeitung, es sieht beim hellen Licht, ich habe mein Licht hier auf voll 100%, sieht das vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es sieht gar nicht, man merkt es mit dem bloßen Auge, wenn man da drauf schaut, sieht man eigentlich gar nichts. Es sieht einfach perfekt aus. Ich lasse das jetzt auf jeden Fall so. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Schwarze PlayStation 5. Und austauschbare Controller, Front, Panels oder wie auch immer die Dinger heißen. Auch richtig nice. Schreibt mir doch in die Kommentare, Freunde, was ihr dazu sagt. Es war's. Ich zeige euch noch mal ein bisschen die PlayStation 5 in Schwarz, damit ihr das einfach sehen könnt. Hier auch einmal drunter. Ich weiß, ich habe sie jetzt in Schwarz und ihr möcht ja auch, ihr wollt es ja auch sehen. Ihr wollt ja auch genießen. Schaut es euch an. Es ist auf jeden Fall ein nices. Es ist auf jeden Fall ein nicer Look. Gefällt mir persönlich viel, viel besser. Schreibt mir in die Kommentare, Freunde, wie ihr das Ganze findet. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Fotos auf Instagram posten. Falls ihr da vorbeischauen wollt, blende ich hier auch mal ein. Folgt mir auf Instagram, Freunde. Das war es auch schon mit dem Video. Falls das Video euch gefallen hat und ihr euch mehr solche Sachen wünscht, dann folgt bzw. abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir sehen uns schon ganz bald wieder. Euer Raton. Peace.